Was zuletzt geschah. Der Showdown gegen den Champion Olaf. Günther und er boten sich einen unfassbaren Kampf. Keiner wollte dem anderen den Sieg schenken. Während der Schlacht erzählte Olaf vieles darüber, wie er zu dem wurde, der er ist, und wie er Snens trainiert hatte. Doch trotzdem schien Günther den Kampf zu gewinnen, bis Rayquaza ins Spiel kam. Doch selbst dieses konnte Günther besiegen. Zumindest vor der Heilung und Mega-Entwicklung. Ein 1 gegen 1, Lord Eki gegen Mega Rayquaza. Doch der Drache war gnädig. Er gewährte Lord Eki einen Schlag. Und Team Runde Ecken zeigte, weshalb sie das stärkste Team aller Welten waren. Aus einem Bund zwischen ihren Seelen entsprang eine legendäre Z-Attacke und streckte Mega Rayquaza nieder. Pokémon-Champion Olaf war geschlagen. Kapitel 24. Der verlorene Bruder. Rayquaza lag besiegt am Boden. Das letzte Pokémon des großen Champions lag besiegt am Boden. Olaf schien es nicht fassen zu können. Wie kann das sein? Ich hab verloren. Alles stand für mich. Wie konntet ihr eine Z-Attacke benutzen? Niemand kann diese Technik vollführen. Es ist schlicht undenkbar. Ich, der Champion, wurde besiegt. Von dir? Ich merkte, wie sehr ihn die Niederlage mitnahm. Doch ich erkannte meine Chance. Wenn ich je eine Chance haben wollte, ihn zu überzeugen, dann war sie jetzt. Olaf, du hast gut gekämpft. Du hast dir den Titel des stärksten Trainers verdient. Du hast wegen dem Bund zwischen mir und meinen Freunden verloren. Ein Bund, den kein Mensch hier erreichen könnte. Ich hielt ihm meine Hand hin. Ich habe ein Angebot für dich. Ich erzähle dir meine Geschichte. Du erfährst meine Ziele und Motive. Du lernst, was geschehen ist. Die einzige Bedingung ist, dass du es niemandem verraten darfst. Er wirkte sehr misstrauisch. Wieso solltest du das tun? Was hättest du davon? Ich erhoffe mir, dich als Mitstreiter gewinnen zu können. Wenn du meine Geschichte kennst, wirst du verstehen. Und wenn du sie nicht glauben willst, dann ist es nun mal so. Dann kannst du gehen und sie für dich behalten. Du hast die Wahl. Immer noch wirkte er misstrauisch, doch tatsächlich stimmte er zu. Meinetwegen, viel zu verlieren habe ich nicht, so wie ich das sehe zumindest. Abgemacht. Ich war sehr glücklich über diese Antwort. Sehr schön. Latias, bring uns zur Hütte. Nach und nach kamen wir alle an der Holzhütte an. Immer zwei auf einmal. Olaf kam als letztes. Das hier. Das hier ist dein Lager. Diese alte Hütte. Wirklich? Wieso? Komm rein, dann erkläre ich dir alles. Als wir die Tür öffneten, warteten dort bereits die Zurückgebliebenen auf uns. Sie sahen etwas verwirrt aus, als Olaf die Hütte betrat. Also, das hier ist Olaf, der Pokémon-Champion. Wir haben ihn gerade besiegt. Er ist hier, um uns als Mitstreiter beizustehen. Aber zuerst muss ich ihm die Geschichte erzählen. Du hast noch mehr Pokémon, sogar noch ein legendäres. Wie hast du das geschafft? Die Kunst wäre es, nur einen von ihnen im Team zu haben. Die beiden zu trennen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, setz dich, wir legen los. Ich nahm zunächst die schwitzige Maske vom Gesicht und warf sie in die Ecke. Olaf sah mich etwas verwirrt an. Irgendwoher kommt mir dein Gesicht bekannt vor. Wer bist du? Und so begann ich meine Erklärung. Ich bin ein Auserwählter des reinen Elements. Ein Retter der Zeit. Ein Bote des Lichtes. Kurzum, ich bin ein Pokémon. Ich stamme aus der Wurzelwelt eines anderen Weltenbaumes. Aus einer Welt, in der nur Pokémon leben. Eine Welt, in der seit vielen Jahren Krieg herrscht. Und ich war zusammen mit all diesen Pokémon hier derjenige, der sich um diesen Krieg gekümmert hat. Wir sind die Krieger des Guten. Und Darkrai ist unser ewiger Feind. Weißt du, weshalb er die Macht der Menschen haben will? Um unsere Welt zu zerstören. Wie dieses Team aufgebaut ist, habe ich nie bestimmt. Ich habe in der Welt der Pokémon Freunde gefunden. Diese Freunde standen mir im Krieg bei.
Und sie sind auch diejenigen, die mir hier beiseite stehen. Das Vulpix dort ist Lord Ecke. Seit meiner Ankunft in der Welt der Pokémon ist er mein bester Freund. Latias hat ihren eigenen Namen. Sie war das erste Opfer der Schattenessenz, die den Krieg begonnen hat. Latios ist ihr Bruder. Hydropi war der Wächter einer besonderen Stätte, die Darkrai zerstörte. Bisasam war ein Geheimagent im Kampf gegen die dunkle Macht, die bereits erwähnte Schattenessenz. Seemobs und Chillas sind beide Pokémon aus einer anderen Welt desselben Weltenbaumes. Als wir gescheitert waren, hat ihr Team unsere Welt gerettet. Eevee war auch ein Teil dieses Teams. Sie hat zudem eine genetische Besonderheit, durch die sie sich vor- und zurückentwickeln kann. Hin und her. Dabei veränderten sie sogar ihre Attacken. Und Bulbi hat das Team aus der anderen Welt geleitet. Zusammen mit ihrem Freund, den wir in diesem Krieg verloren haben. Zeitweise war auch Nick Schrosma einer von uns. Doch er hat uns verraten und sich Darkrai angeschlossen. Er ist der Grund dafür, weshalb Bisasam eines der Pokémon aus dem Jenseits ist. Und auch Bulbi ihren Freund verloren hat. Und dann gibt es noch jemanden, der auch für dich sehr wichtig ist. Das Floink, das ich letzte Nacht befreit habe. Er war einst ein guter Freund. Er hat uns im Kampf gegen die dunkle Macht unfassbar geholfen und war letztendlich der Schlüssel zu ihrem Ende. Aber gleichzeitig stellte sich heraus, dass er selber ihre zweite Hälfte ist. Ein Wesen, das sich Dunkler Rächer nennt. Und nach seinem Verschwinden kehrte er einige Zeit später zurück. Doch er war wahnsinnig geworden und nutzte seine Kräfte für die Zerstörung. Damals war es nur Bulbi und vor allem Shinux zu verdanken, dass er gestoppt werden konnte. Ich habe ihn befreit, da ich gehofft hatte, dass er wieder bei Sinnen wäre. Ich habe einen Fehler gemacht und ich sehe es ein. Doch ich meinte nichts Böses, als ich ihn befreite. Olaf wirkte noch sehr neutral. Interessant, und was genau ist an dir das Besondere? Wieso bist du kein Pokémon? Das liegt daran, dass ich erst damals zum Pokémon wurde, als ich in ihre Welt gerufen wurde. Dort werde ich zum Kanimani. Es ist auch der Grund, weshalb ich ihre Sprache spreche. Doch bevor ich über 5 Jahren in ihre Welt gerufen wurde, war ich ein Mensch, genau wie du. Und irgendwo bin ich auch immer noch einer von euch. Vor mehr als 5 Jahren? Wie ist dein Name? Ich dachte, du hättest mich schon längst erkannt. Olaf, ich bin es. Günther. Er sah mich geschockt und ungläubig an. Das kann nicht sein. Du lügst. Mein Bruder ist schon lange verschwunden. Eben das ist es ja. Vor über 5 Jahren, in der Welt der Pokémon sind es sogar beinahe 8, kam ich in ihre Welt. Es war ein Hilferuf der Natur. Die Welt brauchte die Hilfe eines Menschen. Seit diesem Tag war ich immer in dieser anderen Welt oder zwischen den Welten. Es ist viel passiert. Doch deswegen bin ich damals ohne jegliche Hinweise auf einmal verschwunden. Ich konnte es nicht kommen sehen. Mitten im Schlaf erreichte mich die Stimme der Natur und brachte mich als Kanimani in die Welt der Pokémon. Und dort wurde ich zu dem, der ich heute bin. Immer noch wirkte er nicht völlig überzeugt. Woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Dass nicht alles ausgedacht ist, was du behauptest? Gibt es irgendwelche Beweise? Nicht wirklich, außer meinen Erinnerungen an früher, wie zum Beispiel damals, als ich diese Maske bekam. Bis heute ist mir nicht ganz klar, weshalb überhaupt. Doch schon damals sagte ich, dass ich irgendwann als Walross bekannt werden will. Und das habe ich jetzt wohl geschafft. Damals, Weihnachten 2016 war es. Das stimmt alles. Aber bist du es wirklich? Ich kann es einfach nicht glauben. Du warst all die Jahre spurlos verschwunden und jetzt bist du auf einmal hier? Es wirkt einfach so real. Das tut es in der Tat, das stimmt. Aber ist nicht alles so real im Moment? Ich meine, wenn dir jemand vor wenigen Monaten gesagt hätte, dass die Menschen heute im Krieg gegen eine Armee aus Pokémon stünden, was hättest du dann gesagt? Einen Moment lang verstummte Olaf. Deswegen warst du dir also so sicher, ich würde nach deiner Erzählung auf deiner Seite kämpfen. Er stand auf. Und damit hast du auch recht gehabt. Mit dir gewinnen wir diesen Krieg. Nur eine Sache musst du mir noch erklären. Was ist diese Macht, mit der du es in die Schlagzeilen geschafft hattest? Es ist die Essenz des Hasses, genannt Determination. Sie ist während unserer Abenteuer zu einem Teil meiner Seele geworden. Sie hat ihren eigenen Willen und war der Grund für den Schlaf der Wurzelwelt. Aber sie hat gegen Darkrai und Bulbis Team verloren und ist nun nicht stark genug, um mich zu kontrollieren. Jetzt bilden wir eine Allianz.
mehr zweckbedingt, als weil wir uns verstehen. Einfach weil die Determination weiß, wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Und deswegen leiht sie mir manchmal Kraft. Oh, und eine Sache, die du vielleicht auch noch wissen solltest. Ich konzentrierte mich und versuchte eine Aquaknarre auf dieselbe Weise zu nutzen, die als Pokémon funktionierte. Und auch in dieser menschlichen Form klappte es perfekt. Ein Projektil aus Wasser schlug in der Wand ein. Olaf wirkte erstaunt. Ich bin immer noch ein Pokémon im Innern. Ich bin ein Pokémon in einem menschlichen Körper. Und ich hoffe, du verstehst auch, weshalb niemand hiervon erfahren darf. Wenn Darkrai auf uns aufmerksam wird, haben wir ein großes Problem. Olaf hatte großes Verständnis. Das ist glasklar. Von mir erfährt keiner ein Wort. Und eine Sache, jetzt wo ich die ganze Geschichte kenne und du mich besiegt hast. Ich denke, du solltest das hier haben. Er nahm einen sehr bekannt aussehenden Gegenstand aus seiner Tasche. Ein Emblem. Das Emblem, das der erste General getragen hatte. Wenn jemand Darkrai besiegen kann, dann wirst du das sein. Du und deine Freunde. Die anderen 4 Generäle müsst ihr aber noch besiegen. Nein, das stimmt nicht ganz, ich muss dich korrigieren. 3. Einen haben wir bereits besiegt. Wieder wirkte er überrascht. Du hast bereits einen General besiegt? Warum weiß das keiner? Sehe ich aus, als würde ich all meine Aktionen im Internet posten oder sowas? Das übernehmen meistens andere für mich. Naja, noch eine Sache. Ich hätte ihn schwer besiegen können, ohne meinen ersten Mitstreiter. Wenn du einen Jungen namens Leon mit einem Blitzer und einem Endivier an seiner Seite siehst, sprich ihn an. Er war auch einmal in der Welt der Pokémon. Nicht in der Wurzelwelt, aber in der Welt, aus der Bulbis Truppe stammt. Damals hat er sogar mit Chillas zusammengearbeitet. Er ist der 2. Mensch, der die Sprache der Pokémon versteht. Wir haben den General zusammen bekämpft. Ich werde ihm bei nächster Gelegenheit Bescheid geben, dass du dich uns angeschlossen hast. Aber nicht vergessen, niemand darf erfahren, dass du mit uns arbeitest. Es wäre zu verdächtig. Wieder nickte er. Alles verstanden, Günther. Es wird langsam Zeit für mich zu gehen. Wir sehen uns. Bevor er ging, stoppte ich ihn noch einmal. Ach, falls du mich suchst. Ich bin meistens von etwa 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens hier. Sonst warten immer ein paar meiner Freunde. Auch wenn du sie nicht verstehst, sie können einige Brocken unserer Sprache. Sag ihnen dann einfach, was los ist. Sie geben es an mich weiter. Sehr gut. Er öffnete die Tür und trat heraus. Doch dieses Mal war er es, der sich noch einmal umdrehte. Ach, und ich gebe dir einen wertvollen Tipp, den ich ursprünglich folgen wollte, bevor ich mich entschlossen habe, dich zu suchen. Du kennst doch bestimmt das Vulkangebirge in der Nähe, nicht? Ich habe herausgefunden, dass dort in einer Höhle ein weiterer General versteckt wird. Wenn du ihn herausfordern willst, weißt du jetzt wo. Irgendeine Idee, um welches Pokémon es sich handelt? Keine 100%igen. Aber es handelt sich sehr wahrscheinlich um das legendäre Groudon. Mit diesen Worten verschwand er. Bulbi sprach mich sofort sehr angespannt an. Habe ich das richtig gehört? Hat er Groudon gesagt? Ja, hat er. Also, wir müssen planen, wer den Kampf bestreiten wird. Bulbi hatte jedoch etwas anderes im Sinn. Nein, bitte überlass das uns. Seemobs, Eevee, Chillast und mir. Ich war nicht gerade überzeugt. Warum das? Das ist viel zu riskant. Nichts gegen euch, aber ein General ist für euch zu viert wohl doch eine Nummer zu hoch. Chillast setzte sich jedoch auch für Bulbis Idee ein. Sie hat recht. Groudon ist anders. Groudon war der erste wahre Feind, den wir auf unserer Reise getroffen haben. Und ich hatte bereits zuvor einige Probleme mit ihm. Dieser Kampf ist etwas Persönliches, Günther. Ich kannte dieses Gefühl. Die Vernunft sprach eindeutig dagegen, auf ihre Idee einzugehen. Doch der Kampfgeist in mir verstand die 4. Groudon war ein persönlicher Gegner für sie. Es ging in diesem Kampf um mehr als nur mein Amulett. Doch trotzdem war ich nicht ganz sicher, bis Bulbi das entscheidende Argument brachte. Groudon hat damals gegen Shinnok gekämpft, hat ihn verletzt und verhöhnt, hat ihm keine Chance gelassen. Jetzt, so wie die Dinge jetzt stehen, kann ich mir diese Gelegenheit nicht nehmen lassen, Shinnok zu rächen. Bitte, du musst uns kämpfen lassen. Auch Latias mischte sich ein, jedoch nicht auf der Seite der 4. Ich verstehe euch zwar und ihr könnt auch gerne mitkämpfen, doch nicht nur ihr 4. Das wäre ein vollkommen unnötiges Risiko. Doch sie konnte mich nicht mehr umstimmen.
Ich sagte ihnen zu, doch unter einer Bedingung. Sobald es dort irgendwie zu brenzlig wird, verschwinden wir sofort und kommen mit einem angepassten Team wieder. Einverstanden? Sie alle waren zufrieden mit dem Vorschlag. Sie planten definitiv auch nicht zu verlieren. Das war eindeutig. Vor allem Latias wirkte nicht unbedingt glücklich darüber, doch sagte nichts. An diesem Tag waren wir alle frohen Mutes. Wir kannten nun die Position und Identität des dritten Generales. Wir hatten Olaf auf unsere Seite gebracht, nachdem wir ihn besiegt hatten. Er hatte die Wahrheit erfahren. Der Tag verlief perfekt für uns. Doch wenn wir damals schon gewusst hätten, was der nächste Tag bringen würde...